Morgen, die Sonne geht jetzt gerade über die Berge. Das ist der Unterblick von unserem Campingplatz. Und jetzt mit dem Fuß. Ja, und hier haben wir geschlafen. Und sonst ist hier keine einzige Seele mehr. Der Campingplatz geht da hinten noch weiter. Ja. Voll schön. Na, wir packen jetzt zusammen. Ja, dann geht's zu den Hot Springs. Mal schauen. Also erstmal müssen wir das Auto natürlich aufräumen und alles. Und das müssen wir heute abgeben. Machen wir einfach. Uiuiui jetzt. Weil wenn er mal anschmeißt, dann siehst du kaum die Flügel, so schnell kann er flattern. Ja, wir haben zusammenpackt. Alles voll ratzfatz. Jetzt nächster Stop 7-Eleven, Frühstück. Und dann vielleicht noch die Hot Springs. Yeah. So schaut unser Auto jetzt aus. Wir haben ein bisschen klar Schiff gemacht, sieht nicht mehr ganz so übel aus wie davor. Irgendwie passt jetzt nicht mehr ganz alles in die Rucksäcke, aber das kriegen wir schon noch. So, wir machen uns jetzt auf und ihr seht dann, was los ist. Jetzt geht's hier Obi. Da unten sieht man dann noch wieder Treppen und ja, schauen wir mal. Hier vorne noch ein bisschen Tunnel. Und da unten sieht man schon. Ach du Scheiße, Mann, das ist ja echt alles voll schon. Nein. Nee. Aber egal. Und das lieben sie einfach, diese Brücken. Ich finde es ja auch immer wieder schön. Steile Treppe runter. Die vorne war schon wieder abgesperrt. Haha, hier haben wir gesehen, dass die anderen auch alle an der Seite vorbeigehen. Von dem her ist wurscht. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder oben. Es war super geil. Wir haben da unten nicht gefilmt, weil ein paar Leute da waren. Da wollten wir nicht stören irgendwie. Haben ein, zwei Fotos gemacht. Und ja, jetzt sind wir wieder oben. Und man kann aber von hier das auch schon sehen. Das ist die Hängebrücke. Und da unten. Ist das heiße Ding. Das kommt direkt aus dem Wasser raus, aus der Wand. Das ist echt Wahnsinn. Die hat die Tiger gerade aus dem Kühlergrill befreit. Die ist da leider irgendwie drinnen stecken geblieben und hat da rumgeflattert und hat richtig laut gehört. Tschüss, wir sind darüber.
wir haben diese Dinger hier noch gefunden in der Tankstelle. Und jetzt machen wir das einfach mal auf. Extra Hard Boiled Chicken Eggs. Extra Hard Boiled Original Flavor. Original Flavor. Es gibt noch Chili Flavor. Das ist eigentlich, glaube ich, sowas wie diese Tee-Eier. Halt einfach nur... Ja, das sind also nicht diese tausendjährigen Eier. Nein, nicht die tausendjährigen, das sind einfach haltbare Tee-Eier für To-Go. Vakuum verpackt, deswegen... Eins klein, die sind auch eins hart. Ja, das Eigelb, Eiweiß ist halt total komprimiert. Ja, können wir schon essen. Eigentlich wie die Tee-Eier, bloß kalt. Und viel härter zum Kauen halt. Und dadurch halt noch zacher als ein frisches Ei zum Runterschlucken. Boah. Wie heißt es so schön? Egg a day keeps the doctor away. Ist wirklich hart, hey. Ist krass. Ja, das ist halt für Outdoor, ne? Mhm. Outdoor-Nahrung. Ja. Wenn es hoch oben auf 3000 Meter bist und hast kein Tee-Ei zur Hand. Was machst du denn dann? Bevor die Welt untergeht, ja, nimmst du sowas mit. Ja, schon. Gut. Gut, okay. Unser Zeug. Irgendwie kriegen wir nicht mehr alles so zusammengepackt, wie wir es vorher hatten. Naja, wir machen das Beste draus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. So, damit ihr mal seht, dass nicht alles so einfach immer ist. Hier Rucksack, hinten Rucksack, Mausi Rucksack, direkt an der Straße. Unser Hotel ist noch 7 Minuten zu Fuß. Haben gesagt, jetzt laufen wir sind fit. Ja, genau.
Willkommen in Changhua. Servus. Hier mal jetzt zu Hamburg auf dem Weg. Mausi schaut natürlich gleich. Ja. Nimm mich. Ich bin gut für den Kochtopf. So, tada. Angekommen. War nicht ganz so einfach zu finden, weil Google uns natürlich wieder die falsche Richtung geschickt hat. Nein, in die falsche Richtung nicht, aber ein bisschen weiter, als es eigentlich war. Wir sind eigentlich schon dran vorbeigelaufen und... Mausi hat es noch vorgelesen, aber ich habe es irgendwie nicht ganz realisiert. Sehr wurscht, auf alle Fälle sind wir hier angekommen. Dann hat sie gleich uns mal gezeigt, wie der Fernseher funktioniert. Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir schauen keinen Fernseher. Sie dann gleich so, was, wirklich? Ja, also ich mache euch trotzdem an, wenn ihr nicht wollt, roter Knopf. Ja, genau. Also Steffi ist im Herzen eigentlich ein Chinese. Ja. Reinkommen, Fernseher an. So, hier haben wir noch unseren schönen View, den zeigen wir euch noch schnell. Da steppt der Bär. Oh Mann, wir hätten einen coolen Sonnendonner hier oben eigentlich, hey. Ja, hätten. Das ist nicht so smog. Und es ist echt leise, man kann nichts sagen. Nein. Klimaanlage hat uns eingeschaltet. Ja, genau. Und weil man das Fenster nicht aufmachen kann. Jetzt werden wir erstmal duschen, uns ein bisschen frisch machen. Und dann werden wir nochmal die City erkunden, so ein bisschen, ne? Gibt so einen Tempel hier in der Nähe mit so einem riesen Buddha. Den wollen wir uns anschauen und dann geht es ja morgen schon wieder weiter nach Tainan. Ja, genau. Stay tuned. So, das war jetzt wieder mal ein Ratespiel. Wir haben jetzt hier 6 und 7 genommen. 6 ist anscheinend Entenherz mit irgendwie anderem Zeugs und 7 sollte eigentlich bloß vegetarisch sein. Jetzt sind wir hier, haben ja, so ein bisschen Reis und ja, Hotpot-mäßiges aufgestellt. Schauen wir mal, was wir bekommen. So. Das haben wir jetzt bekommen. Mein Entenherz mit keine Ahnung was und Mausis irgendwas. Ich habe mir noch 3 Soßen dazu geholt. Die ist scheiße scharf. Die anderen 2 habe ich noch nicht probiert. Und ja, jetzt schauen wir mal.